Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Im nordwestungarischen Grenzort Sopron treffen sich heute der ungarische Ministerpräsident Orbán und Bundeskanzlerin Merkel. Sie erinnern an den 30. Jahrestag des sogenannten paneuropäischen Picknicks 1989. Ungarische Oppositionelle hatten damals zu einem Austausch in Grenznähe zu Österreich eingeladen. Tausende kamen, darunter auch viele DDR-Bürger. Mehrere hundert nutzten anschließend die Gelegenheit zur Flucht in den Westen. Ein Signal und Auftakt der späteren generellen Grenzöffnung am Eisernen Vorhang. Dass die Flucht gelang und friedlich blieb, war allerdings auch den wenigen ungarischen Grenzpolizisten zu danken, die dem Drängen der Menschen nachgaben. Gewalt gab es nicht. Andrea Bär hat einen dieser Grenzpolizisten getroffen. Das war von meinem Büro, die große Fenster. Hier die große, mit Gitter. In dem gelben Gebäude der Komitatspolizei Wasch in Szombathely sitzt Béla Csaba im Sommer vor 30 Jahren hinter seinem Schreibtisch. Nur rund 20 Kilometer sind es noch von hier bis zur Grenze mit Österreich. Und Béla Csaba verhört damals Menschen aus der DDR, die bei ihrem Fluchtversuch in Ungarn gefasst werden. Und hier unten ist der Knast. Seit Anfang Mai 1989 baut Ungarn den eisernen Vorhang an der ungarisch-österreichischen Grenze schrittweise ab. Doch für DDR-Bürger ist das Ausreisen ins Nachbarland Österreich in Ungarn weiter eine Straftat. Dieses Gesetz habe er für falsch gehalten, erzählt Béla Csaba. Doch er verhört die Menschen als Verdächtige, protokolliert und schreibt einen Beschluss über ihre Festnahme, der eine Verhaftung folgt. Ein paar Tage später, wenn schon genug Leute da waren, dann sind sie nach Budapest gefahren und dann österreichische Staatssicherheit holten dann ab mit Flugzeug. Also Strafe haben sie in Ungarn nicht bekommen, nur in Deutschland. Also ostdeutsche Regierung hat verurteilt, so viel ich weiß, 2 Jahre haben die bekommen. Beide einfache Fälle. Béla Csaba sitzt am Tisch in seiner kleinen Wohnung in Szombathely. Der 68-Jährige hat graues Haar, trägt ein rotes T-Shirt und macht einen entspannt freundlichen Eindruck. Als er sich bereitwillig erinnert an die vielen Verhöre in dem gelben Polizeigebäude in Szombathely. Für mich waren alles so traurig. Ich habe nicht ein Gefühl, dass ich gesiegt habe, diese Menschen jetzt. Das war irgendwie immer traurig. Und das hat mich immer fertig gemacht. Etwa als ein ostdeutsches Ehepaar mit 2 kleinen Kindern einen LKW stiehlt und damit durch die Grenzbalken brechen möchte. Der Wagen überschlägt sich und wie durch ein Wunder wird niemand verletzt. Béla Csaba verhaftet die Eltern. Die Kinder kommen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Bin ich da reingegangen im Krankenhaus zu den Kindern. Das war ein Mädchen, ein älteres Mädchen war und dann ein Junge. Und dann ich wollte den Jungen ein bisschen aufmuntern und habe ich gesagt, naja, das ist noch nicht so schlimm. Deine Mama kommt dann gleich, dein Papa auch und dann geht ihr dann wieder nach Hause. Und dann die Mädel hat mich so angeguckt und dann hat gesagt, hör denn nicht an, der lügt sowieso. Das Gesetz seines Landes habe er nicht beeinflussen können, sein Verhalten aber schon, gegenüber den gestressten und aufgeregten Menschen, die auf der anderen Seite seines Schreibtisches sitzen müssen. Helfen konnte ich so weit, dass ich die Leute anständig behandle. Das ist auch wichtig, wenn man Schwierigkeiten hat, solche Schwierigkeiten hat. Wir müssen das vorstellen, bei Grenzschutzpolizei, das ist eine Militärkaserne, dann, ne? Da kriegt man schon Angst. Zur Polizei kommt der gelernte Mechaniker im kommunistischen Ungarn nicht ganz aus freien Stücken, wie er sagt. Zunächst sei dort vor allem sein gutes Deutsch gefragt gewesen. Das lernt er Ende der 60er Jahre in der DDR, als er 3 Jahre bei Chemnitz arbeitet, dem damaligen Karl-Marx-Stadt. Er ist 19 und es gefällt ihm dort ausnehmend gut. Er verdient viel besser als in Ungarn und lernt seine spätere Frau kennen. Die beiden haben einen Sohn. Über Freiheit denkt er damals nicht groß nach. Ich habe mich auch in Ungarn frei gefühlt damals. Sonst, wenn man das Gitter sieht, dann gibt es Probleme, wenn man nicht fahren kann, nicht rausreisen kann. 1972 ziehen die Csabas nach Ungarn zurück. Béla Csaba muss zur Armee. Er macht keinen Dienst an der Waffe und landet bei den Bausoldaten. Er sei nicht ausreichend vertrauenswürdig, liest er später in seinen Dokumenten, wie er sagt. Nach der Wende 1989 bleibt er noch 6 Jahre bei der Polizei. Als Rentner dann erledigt er die Bürokratie für in Ungarn lebende Deutsche. Im heutigen Ungarn fehlt ihm die Solidarität und es gehe vor allem ums Geldverdienen. Und die ungarischen Grenzanlagen der Fidesz-Regierung von Viktor Orbán, die sieht Béla Csaba so. Das Zaun, was der Herr Ministerpräsident gebaut hat, das nützt überhaupt nicht. Die Völkerwanderung kann man nicht zurückhalten mit einem Zaun. Wir hören ständig im Fernsehen und Radio, Orbán sagt, dass die Migranten kommen.
Das ist ein Quatsch. Béla Csaba hatte ein bewegtes Berufsleben, war Mechaniker, Bausoldat und in einer interessanten Zeit bei der ungarischen Grenzpolizei. Inzwischen betreut er eine alte Dame in Konstanz und pendelt zwischen Ungarn und Deutschland. Hin und her über die ungarisch-österreichische Grenze spazieren. Das war vor 30 Jahren auch die Idee des sogenannten paneuropäischen Picknicks in Sopron. Als DDR-Bürger in Ungarn nicht mehr aufgehalten wurden von Menschen wie Béla Csaba. Vor dem gelben Gebäude der Komitatspolizei. Béla Csaba schaut noch einmal kurz hoch zu seinem alten Büro. Und es scheint, als hat er damit abgeschlossen. Ich komme nicht so oft hier rein.